Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly. Und für mich ist es ein paar Tage her, um genau zu sein, 2 Wochen, dass ich dieses wunderbare Spiel gespielt habe. Und für euch natürlich so gut wie kaum Zeit vergangen. Dementsprechend bin ich trotzdem so am Schauen, was ich Schönes habe und was ich machen kann. Und ich habe gesehen, oh, hier hab ich Löwenzahn. Ich weiß noch nicht, wofür ich den brauche, aber ich möchte den gerne ernten. Also gibt's da schon mal den Erntebefehl. Und wir haben ja mittlerweile hier auch alles an Gears, Holz ist gegeben. Wir haben sogar ein zweites Holzlager hier. Ich bin schon überlegen, dieses Holzlager, ich werde den Speicher räumen, denn ich glaube, ich werde einfach 2 Lagerhäuser hinstellen. Ich kann mit der Fläche hier noch nicht viel anfangen. Darum halte ich es fast für sinnvollste momentan, da 2 Lagerhäuser hinzustellen. Ich habe zwar jetzt einen Bäcker, das heißt, ich habe jetzt wesentlich mehr Nahrung und ich habe viel mehr Wasser. Und im Moment habe ich mehr so das Gefühl, freie Betten 0. Ah, okay. Wir sind also auf den Status Quo. Arbeitsunfähig, 2 arbeitslos. Okay, wir haben also genug Leute, die arbeiten können. Da wird gearbeitet, da wird gearbeitet. Hier wird gearbeitet, da wird gearbeitet. Hier wird gearbeitet. Ja gut, hier wird jetzt gerade gebaut. Ist auch okay. Da habe ich mich jetzt einen Arbeitsplatz auf jeden Fall mehr, weil so 2 Biber arbeitslos ist überhaupt nicht das, was ich will. Weil dann können sie hier die Daisies mitsammeln. Plan ist nämlich dann für mich, dass ich jetzt erstmal noch ein Lager baue, denn ich glaube, ich werde auf jeden Fall Speicher brauchen. Und ich kann hier relativ weit, hier kann ich 2 nebeneinander stacken. Ist vielleicht der bessere Call. Ich zeige euch das mal gerade, indem ich das ein bisschen drehe. Seht ihr jetzt, wie viel Platz ich hier habe? So, die kann ich hier beide nebeneinander stecken. Eigentlich richtig gut. Also baue ich da ein Lagerhaus hin und dann daneben eins und dazwischen kann ich dann vielleicht nachher noch eine Dachterrasse stecken oder so. Irgendwas wird mir da noch einfallen, aber dazu müssen sie das erstmal bauen und B, müssen sie das Lager räumen. Aber es ist jetzt erstmal Nacht. Was ist mit dir? Du bist verletzt und arbeitest nicht. Das ist natürlich schlecht. Das ist mein normales Lager. Ich brauche tatsächlich, vielleicht sollte ich noch was für die Forschung tun, denn ich glaube, so langsam sollte ich mal in die Richtung Forschung gehen. Kommt der unten hin. Ich habe die Holzfässer nämlich schon abgerissen. Hey, Devil, ein wunderschön. Ich soll das erstmal entwickeln. Dafür brauche ich ja erstmal die Forschung. Achso, du meinst, ich sollte das erst gar nicht bauen. Okay. Steckt ja noch nichts drin, oder? Nee. Vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Vielleicht sollte ich ja erstmal gerade die Forschung anlegen. Ein größeres Lagerhaus halte ich tatsächlich mich für sinnvoll. Papierfabrik ist auch ganz cool, aber ich sag mal, ich sollte denen jetzt hier erstmal die Chance geben, was zu machen. Auch sehr cool, ihr seht, das Wasser fließt. Hier die ganzen Sachen. Also ich habe ja das letzte Mal festgestellt, wir halten das Wasser, das ist super. Warum wird hier eigentlich nichts angepflanzt? Nutzpflanzen anpflanzen, Kartoffeln. Achso, da wird schon angepflanzt. Okay. Weil ich hatte ja hier schon bereits alles gegeben. Und ja, die Biber sind jetzt fleißig dabei. Wasser wird auch gebraucht. Ich glaube halt echt jetzt erstmal der Call. Sieh zu, dass ihr mir Forschung macht. Was brauche ich denn dafür? 1000 Punkte. Das ist ein bisschen was. Okay, wie wäre es denn, wenn wir ein bisschen Gummi geben? So, jetzt werden hier Daisies gepflückt. Hoffentlich. Genau. Ich weiß zwar noch nicht, wofür die gut sind, aber das ist mir egal. Sollen sie erstmal machen. Strom läuft. Wir machen auch weiterhin Planken. Das ist mir wichtig. Wie baue ich denn... Also mir wird schon im Chat geraten, wie ich ein Krankenbett baue. Ich pausiere mal gerade. Mini-Hütte, Doppelhütte, Dreifachhütte. Arbeit. Abgabestelle. Schlepperposten. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was ein Schlepperposten ist, aber okay. Schlepper unterstützen Arbeiter innerhalb ihres Distrikts beim Transport. Na dann. Halte ich das erstmal für sinnvoll. Schlepperposten, hau rein. Habe ich noch nicht gebaut. So, Wohn- und Lagerhäuser haben wir. Hier haben wir das noch nicht. Gehen wir mal durch. Wasser, vielleicht entdecken wir Dinge, die wir noch nicht haben. Bauernhaus haben wir, Grill haben wir. Bienenstock, da kommen wir später dazu. Holz haben wir eigentlich auch. Sägewerk, Förster, Getriebewerkstatt, jo.
Metall haben wir noch nicht. Energie sind wir auch noch dabei. Erfinder, das machen wir gerade noch einen weiteren. Golemfabrik. What the fuck ist ein Golemfabrik? Lagerfeuer haben wir, Dachterrasse haben wir, Zahnstein, Dusche, Krankenbett brauche ich 80. Ja, for the sake of God. Zeit für ein Krankenbett. Jetzt bin ich gerade überlegen. Brauche ich das hier? Brauche ich diesen einen Weg? Dieser eine Weg ist ja eigentlich wasted. Kann ich mir doch jetzt hier. Mal schauen. Krankenbett haben wir jetzt gerade erforscht, ne? Was? Hier unter Annehmlichkeiten. Da kann ich doch hier ein Krankenbett hinstellen. So, erstmal eins. Erstmal platzsparend arbeiten und mal schauen, was. So häufig ist ja hoffentlich keiner krank bei mir. So, hier laufen auf jeden Fall die Fabriken. Man sieht, dass hier Planken und Teile summieren sich auf. Das ist ein guter Call. Hier möchte ich eigentlich, dass sie keine mehr haben. Ich habe doch gesagt, Speicher räumen. Wieso macht denn das keiner? Und warum baut keiner? Ich meine, immerhin ruhen sie sich jetzt aus und haben Besucher. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier viel passiert. Ich meine, ja, Daisies wurden eben gesagt. Ist nicht die, nee, das ist eine. Ach, das ist eine Ressource, der Löwenzahn. Was ist hier mit dir? Ein Arbeitsloser. Na ja, gut, ich sag mal, es wird ja gebaut. Ich sehe ja, dass was gebaut wird. Hier haben wir noch jemanden, der forscht. Das treibt jetzt die Forschung nach vorne. Das ist ja erstmal gut. So, was ist hier mit dir? Okay, das sind Leute, die jetzt Schlepper unterstützen. Das heißt, ich habe ja eigentlich niemanden mehr, der arbeitslos ist. Jeder, der arbeitslos ist, wird ein Schlepper. So, dann habe ich jetzt ein Krankenbett. Was ist mit dir? Lager ist voll. Das ist mir klar. Das ist auch voll. Und das hier sollen sie endlich mal leer machen. Gebäude vom Schlepper priorisieren. Heißt es das jetzt, dass die Schlepper da anfangen, automatisch die Holzstücke rauszuholen? Ah ja, okay. Nice. Vielleicht sollte ich mir auch erstmal, damit ich das loswerde, ein zweites Lager erstmal noch irgendwo hinstellen. Weil im Moment brauche ich es ja nicht. Und ich möchte es ja da oben weg haben. Ist das sinnvoll, mir temporär erstmal noch ein anderes hier hinzustellen? Und zu sagen, yo, that's my shit. Fuck it, ja. Machen wir erstmal. Genau. Dann sollen sie das erstmal wegbringen. So, ein Biber ist verletzt. Ah, okay, der liegt jetzt hier. Okay, wir haben ein Krankenbett. Ich sag mal, hoffentlich reicht mir das eine. Okay, hier werden die Daisies auf jeden Fall arbeitet. Sehr schön. Was ist das hier? Wasser ausblenden? Nee. Ich finde das Wasser schon ganz geil. Lass mal laufen. Okay. Cool. Wir haben 24 Betten. Wir haben 24 Biber. Nice. Mehr geht gerade nicht, aber räumt mir mal das Lager hier leer, Leute. Und ich schaue mal gerade, was brauche ich fürs nächste größere Lager? 1000 Punkte, ne? 1000 Punkte ist aber auch echt viel. Brauche ich deswegen jetzt noch einen weiteren Forschung? Ich sag mal, ich könnte einen Förster runter reduzieren. So wichtig ist der nicht. Dass der voll ist, weiß ich. Darum sollen sie ja hier alles hinbringen. Jetzt lass dich weiter tüfteln. Es ist Dankeschön. Also das Krankenbett ist tatsächlich ganz wichtig gewesen. Stimme ich zu. Und hier habe ich noch einen Wettstein, der ist okay. Nahrung ist halt jetzt en masse. Hier wird nichts schlecht. Dementsprechend nach kann ich Nahrung horten. Das ist okay. Und Wasser mit den 300 bin ich erstmal gut dabei. Ich glaube eher, ich brauche mehr Forschung. Und das ist aktuell so ein bisschen das, was mich noch ein bisschen hindert. Nehmen wir es mal so. Hier kann ich später ja immer noch einen Weg runter machen. Das heißt, hier sind weitere Gebäude möglich. Dementsprechend nach baue ich mir noch zwei Forschereinheiten. So, in 3 Tagen habe ich eine Dürre.
Aber die sollte ich ja ohne Probleme aushalten. So, hier wird das Lager auf jeden Fall voll gemacht. Wenn das Lager nämlich leer ist, kann ich es abreißen. Schade, dass ich zwei Ressourcen nicht wiederkriege, aber im Moment habe ich so viel... Ach, dass der Flow hier funktioniert, ne? Ein Traum. Planken könnten ein bisschen mehr sein, bin ich ehrlich. Ich kann leider... Ich weiß nicht, brauchen mehr Biber? Ist das mein Problem? Brauchen mehr Leute wahrscheinlich, ne? Vielleicht sollte ich Bereiche gleich nutzen für größere Wohnhäuser. Brauchen auch 1000. Unterirdisches Lager, das ist das Lagerhaus, warte mal. Mini-Hütte. Doppelhütte. Dreifachhütte. 250. Ja. Now we're talking, baby. Okay. Ich glaube, wir werden hier erstmal ein paar Häuser hinstellen. Mit der ersten Forschung. Dann geben wir nämlich erstmal die Möglichkeit, weiter zu expandieren. Das höre ich gerne. So, ist das Lager leer? Sehr schön. Dann weg damit. Ja. Okay, so, jetzt schauen wir uns das mal an. Also, ich habe mir die größte Hütte geholt. Ist der Eingang oben oder unten? Ich bin nicht sicher, wo hier der Eingang ist. Der ist oben. Warum ist der Eingang denn oben? I'm not gonna lie, ist interessant, aber... Why the hell? Moment. Also wenn es oben ist, brauche ich ja noch eine Hütte davor. Ich könnte aber hier jetzt eine Hütte hinstellen. Ein freies Bett, ein Obdachlos. Wie mache ich das denn am besten? Ja, eine Plattform und eine Treppe, ich weiß, das ist eine Möglichkeit. Ich habe eine Treppe. Plattform. Das sind meine Strukturdinger. Erdbagger. Erdhaufen, Sprengstoff, Dreifachschleusen, Steich. 120. Ich habe halt echt zu wenig Forschung, ne? Kein Arbeiter im Distrikt verfügbar. Muss mich vermehren. Okay. Ich will überlegen, ob ich ein normales Haus davor setze und dann halt einen Dreier davor, also dahinter, ne? Das ist so ein bisschen der Gedankengang, den ich habe. Aber, also, ne? Den hier hin und dann einen Block noch davor. Hier könnte ich mit wegsprengen. Dann könnte ich hier so... zwei Häuser hinstellen. Da könnte ich sogar eine Dachterrasse draufsetzen. Hätte schon was. Das Problem ist, ich komme ja hier einfach nicht ran. Ich habe ja keine Leiter. Außer ich würde den Boden hier anheben. Also, in dem Sinne, ich setze ihn hier hin. Und dann müsste ich ja... Müsste ich das dann? Okay, die Gebäude sind wirklich, wirklich komisch. Warte mal, ich muss hier echt mal schauen, wie ich das hinkriege. Wie baue ich denn die Häuser am besten? Ich versuche die jetzt in meinem Kopf so kompakt wie möglich zu setzen. Okay, das ist ein Dreier-Rotate. I see. Ergibt Sinn für mich. Hierhin habe ich ja zwar eine Lücke, also hier kann ich vierer Gebäude hinsetzen, was für mich natürlich wesentlich effizienter wäre. Als ein Dreiergebäude, aber nur mal für mich. Also, Gedankengang wäre ja, dass ich sie so aneinander aufreihe. Wo ich danach immer noch sagen kann, hohoho, baller ich die mal hoch. Ne? Also, staggity stack, die snack ich mir weg. So, das ist so mein Gedankengang. So, und das heißt, die sind ja hoffentlich hier schon miteinander verbunden, oder? Oder brauchen die alle eine Treppe? Weil eigentlich muss ich eine Treppe ja hier hinstellen. Mach mal. So. Ich kann ja aber auch das so machen.
Beziehungsweise wäre das, glaube ich, sinnvoller so. Und jetzt müsste ich ja eine Plattform hier. Und jetzt kann ich hier keine Plattform drüber setzen. Wie mache ich das denn? Ne, also. How am I gonna do that shit? You know, das ist so gerade so mein Gedankenspiel, was ich habe, wo ich sag so, wie baue ich die Häuser denn effizient? Also wie stacke ich mir die Kollegen richtig? Und darum bin ich überlegen, ob ich halt nicht vielleicht den doch noch brauche. Aber ich weiß nicht, wie groß der ist. Der kostet mich halt 150. Kann ich das auch alles abreißen? Hä? Okay. Das heißt, ich warte jetzt tatsächlich auf die nächste... Ja, auf die nächste Forschung. 5 Tage Dürre. Ne? Mal schauen, ob das Wasser so lange ausreicht. Nachteil ist, okay, wir müssen jetzt mechanisch arbeiten. I see. Ich hoffe, dass die 300 Wasser ausreichen. Das ist so ein bisschen meine größte Sorge. Ah, die Schleuse hoch. Oh ja. Stimmt, daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Stimmt, ich muss sofort immer die Schleusen hochfahren. Ich meine, es kommt noch Wasser. Aber... Ja, ich meine, das ist echt gute, es ist eine gute Position, ne? Da läuft lange Wasser runter. Ich brauche... Warum habe ich nicht gerade gesagt, hier keine... Gib mir doch lieber Forschung, liebe Leute. Das brauche ich eher. So. So, weil ich die Forschung habe, habe ich das zweite und dann kann ich mit den Bibern auch ein bisschen mehr expandieren. So, ich habe noch ein bisschen Strom. Ist aber auch, ist okay. Planken, okay, nicht die Welt. Aber ich komme klar. Gears-Teile laufen viele. So, und hier habe ich jetzt keinen, der... Ja, ich bräuchte eigentlich jemanden, der hier... Was habe ich denn? Planken genug oder Gears? Ach, was sind Gears nicht? Gibt es ein Gebäude, das von Schleppern gerade priorisiert wird? Bist du hier noch priorisiert? Nee. Es gibt auch gerade keine Schlepper. Also habe ich die... Wie viel brauche ich nochmal fürs Wohnen? 150. Okay, nice. So, was bist du für ein Gebäude? Ah, du bist ein Zweierblock und du hast den Shit auch oben. Warum habt ihr denn alle den Shit oben, Mensch? Warum hat denn keiner von euch ganz normal den Shit unten, wie sich's gehört? Okay. Das ist ein Dreier. Das ist okay. Also, wir haben einmal einen großen. So, dann schauen wir doch mal. Ja, das ist ja mein Gedankengang. Okay, also, ist das der Smallste? Der kleine... Rein technisch. Wir bauen auf. Das heißt, ich brauche ja mindestens 3, um 2 davon hinzustellen. Ne? Was ja auch vollkommen okay ist, weil, jetzt kann ich ja sagen, ey, ist ja cool, dass wir die hier haben. Ich habe hier oben 2 und da. So, die brauchen einen Weg. Ne? Easy peasy, Weg ist da gegeben. Und alles, was ich jetzt hier brauche, ist ja, auf gut Deutsch, nur das hier. Oder auch von der Seite. Ist ja auch relativ egal. Ich kann es auch von der Seite nutzen. Aber ich würde es ja jetzt erstmal... Wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich würde ich es so bauen. Aber der Gedankengang dahinter lautet halt... Baue ich schon da vorne einen Weg? Warum ich jetzt überlege, ist, ich könnte rein technisch das so machen. Ich könnte die Wege hier unten einmal komplett zumachen. Warum könnte ich das so machen? Nun ja, relativ safe. Ihr seht das hier. Was bedeuten würde,
könnte es noch besser bauen. Wenn ich das so baue, habe ich doch drei hier oben drauf. Wait a minute. Nee, ich muss hier gerade mal ein bisschen. Kann ich den Weg auch abreißen? Das will ich noch auf der Folge drauf haben. Genau, warte mal. Kann ich den hier draufstellen? Kann ich einen Weg entfernen? Wie entferne ich einen Weg? Kann ich keinen Weg entfernen? What the fuck? Alles klar, bist du in der Lurk? Hau rein. Ah, da ist der Pfad. Muss auch wirklich den Pfad erwischen, ansonsten bist du da echt am Arsch, ne? Okay, machen wir es anders. Ja, wir machen es weg. Wir machen das jetzt nochmal. Denn. So. Drei Stück. So. Und. Wir haben ja schon eben festgestellt, wir setzen uns hier einen Weg hin. Also, das da. Was bedeutet, dass ich jetzt ja technisch Dreierflächen habe, die ich hier draufsetzen kann, ne? Das bedeutet das ja. Das heißt, ich könnte jetzt das tun und das. Ist das nicht effizienter? Ach nee, da muss dann wieder einer hoch, ne? Das hilft gar nichts. Die sind alle so hoch. Was ist denn das für eine Kacke? Okay, Vorteil ist, ich kann einfach sagen, ich baue mir eine Brücke. Ich reiße das einfach ab. Kann ich meinen Distrikt auch umlegen? Okay. So, ich würde sagen, plant für die nächste Folge, ich baue die Häuser hier hin und ihr seht, wie es dann weitergeht. Ich glaube, das finde ich cooler, weil wir müssen mal so langsam ein paar Zeitsprünge hinbekommen. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge, euer Sly. Ciao!